So. Und sonst, was gibt's bei dir denn so Neues? Was hast du Schönes zu erzählen? Nix. Ich habe mir jetzt Kingdom Hearts geholt, den Final Mix. Den Final Mix? Also dieses HD Remake, was jetzt in Europa bzw. Deutschland rausgekommen ist mit, wo Kingdom Hearts 1 Final Mix drin ist, dann das Remake von dem DS-Spiel, das Chain of Memories und dieses 358 durch 2 Days. Okay. Bisher habe ich jetzt angespielt, also bisher zocke ich jetzt gerade wirklich, ich will es halt chronologisch durchspielen, bisher zocke ich halt den Final Mix gerade, der halt doch nochmal vom Schwierigkeitsgrad her eine Nummer höher ist als die eigentlich erschienene Version. Was man beim Spielen auch merkt, finde ich. Also dann ab der zweiten Hälfte ungefähr. Die erste Hälfte ist immer noch easy going, kein Problem, latscht durch. Aber ab der zweiten Hälfte wird es halt dann doch schon, merkt man, bedeutend heftiger. Okay. Und da bin ich jetzt gerade so ein bisschen am Trainieren, damit ich mich wieder in die Hollow Bastion wagen kann, um dort Malefits zu töten. Also gerade wieder ein bisschen auf dem Konsolentrip. Ja, gerade so ein bisschen auf dem Ego-Trip, genau. Ja, ist doch auch cool. Haben wir noch irgendwo Keys? Weiß ich nicht. Hab ich noch was? Ich muss sowieso zurück ins Haus, also zu mir nach Hause. Ich, ja, guck ich, mal. Ich bin auch gerade bei mir ins Haus reingekommen. Tja, ich spiele im Moment das, was jeder spielt, denn ich hatte ja kein Internet. Also habe ich mir mal eben GTA gekauft. Und ich glaube, ich habe gerade einen Disconnect. Ja, habe ich. Deswegen habe ich mir jetzt einfach mal GTA gekauft. Und ich werde jetzt gleich die Verbindung zum Server verlieren, glaube ich. Oder? Hallo? Hallo? Ui, bist du wieder da? Ja, ich bin wieder da. Okay. Okay, also keine Verbindung verloren. Also zumindest nicht zum Server. Und das war mein Internet. Okay. Ich habe gerade erzählt, dass auch ich auf eine Konsole umgestiegen bin. Oh, was denn? Ich habe mir eine Xbox gekauft. Das tut mir leid für dich. Ja, ich wollte eigentlich eine PS3 haben, aber die gab's leider nicht mehr so, wie ich sie mir vorgestellt habe. Beziehungsweise, wie hast du sie dir vorgestellt? Beziehungsweise es gab in dem ganzen Saturn und in der ganzen Innenstadt kein GTA 5 mehr für die PlayStation 3. Und das fand ich doof. Deswegen hast du dir jetzt GTA 5 für Xbox geholt? Genau. Oh Gott, okay. Und, was sagst du zu GTA 5? Ich hab's nicht gespielt, ich werd's auch nicht spielen. Sehr cooles Spiel, ich bin schon fast durch. Meinst du? Ja, weil eine Prozentzahl, was das sagt. 25 Keys habe ich übrigens noch. Das reicht nicht. Aber ich kann's mit trotzdem mitbringen. Ja, bring's mit auf alle Fälle, dann gehe ich nochmal irgendwo nach Keys suchen. Ja gut, also GTA muss ich sagen, es sind gute Spiele, kann man nichts sagen. Spricht überhaupt nichts dagegen, ist auch keine falsche Aussage, aber irgendwie trifft es nicht mehr so meinen Geist eines für mich interessanten Spieles, sagen wir es so. Weil ein gutes Spiel ist es definitiv. Das ist es auf jeden Fall. Also kurzum, es trifft deinen Geschmack nicht, willst du damit sagen? Ja. Ja. Das finde ich, kann man auch durchaus so sagen, wenn es eben nicht so ist. Was ich finde, GTA ist für mich persönlich zumindest so ein bisschen weg von dem, ich laufe rum und balle alles ab, Titel. Also wie es ja früher war, dass man das hauptsächlich gespielt hat, um irgendeinen Mumpitz anzustellen. GTA 2 oder San Andreas war der letzte Teil, den ich sonst noch gespielt habe und da habe ich auch meistens nur Mist angestellt. Und ja, GTA 2 ist für mich das einzig wahre GTA. Lass mich mal kurz überlegen, welche GTA-Teile habe ich gespielt? 2, 3, Vice City und San Andreas. Ja. Liberty City Stories sagt mir zwar was, habe ich aber nie gespielt. Habe ich auch nie gespielt, weiß ich auch nicht. San Andreas habe ich auch nie komplett gespielt. San Andreas war dann wirklich nur so, ja, mal wieder ein bisschen was machen, aber nicht so interessant. Ja, da hat mir das Setting nicht so gefallen. Ich stehe nicht so auf diesen ganzen Gangster-Shit. Das ist bei GTA 5 jetzt auch noch ein bisschen vorhanden, aber so kann ich es, oder da kann ich es noch so vertreten. Aber ansonsten stehe ich nicht auf diesen Gangster-Scheiß, weißt du? Jo. Yo, Bro! Homie. Wobei in GTA 5 fällt so oft das Wort Nigger, dass mir das schon richtig auf den Sack geht. Jo, Nigger? Das ist echt der Hammer, also. Da haben die Entwickler nicht dran gespart, an dem Wort. Ich meine nicht, dass ich jetzt denke, von wegen, oh, voll böse oder so, aber es ist halt schon manchmal ein bisschen nervig. Wie war denn das? Ich glaube, war das für GTA? Da hatten sie ja auch irgendwie so echte Gangster, sage ich jetzt mal, mit für die Gangs praktisch so engagiert.
So Leute, die gerade aus dem Knast waren und ähnliches, habe ich mal irgendwo aufgeschnappt. Ich glaube, es war GTA 5. Kann auch sein, dass es irgendein anderes Spiel war, aber ich glaube, es war GTA 5. Okay. Also es ist halt so, soll halt angeblich wirklich so ein bisschen sein, wie sie so auf der Straße sprechen, so Gangster halt, ne? Wie sie so miteinander umgehen. Das mag auch sein, das kann ich mir auch durchaus vorstellen, mir geht's auf den Sack. Ja, finde ich. Ist halt kein Gangster-Typ, ne? Nö, eben. Aber ansonsten, wie gesagt, ein sehr schönes Spiel. Es macht ein bisschen süchtig, man muss ein bisschen vorsichtig sein. Letztes Wochenende saß ich bis um 6 Uhr morgens vor der Konsole und hab GTA gespielt. Letztes Wochenende war ich, warte mal, was war letztes Wochenende? Ich glaube auf der Wiesn. Ah, das stimmt, ist ja gerade auch Zeit bei euch dafür, ne? Und hab Alkohol getrunken. Alkohol ist böse. Und ja, das ist das letzte, das ist jetzt das letzte Wochenende. Wie viele Masse hast du geschafft? Ich habe nur 3 getrunken, aber ich wollte mich auch nicht wegknallen. Ja, aber 3 Masse ist ja auch schon recht viel, also finde ja, ich zumindest. 3 Liter. Wir hatten andere noch mit dabei, also ich war mit ein paar Arbeitskollegen, die hatten teilweise 5 Masse und so, ne? Also ist okay. Boah. Halt in derselben Zeit. Kann man schon mit leben. Das ist aber, wie gesagt, also das finde ich halt echt so, ich gehe da nicht hin, um mich wegzuknallen, ich gehe da hin, um einfach ein bisschen was zu trinken, ein bisschen Spaß zu haben und so weiter. Verdammt noch eins, hey, hier gibt's null Kies oder was? Das ist ja zum Kotzen. Also den ich hatte, habe ich den mal eben dahin gesetzt. Oh. Ich gehe jetzt einfach mal in die Mine, weil unterirdisch findet man auch relativ häufig Kies. Ja, mach das. Vielleicht finde ich da unten ja noch ein bisschen was an Kies zumindest. Ich glaube, hier ist was an Kies. 3 Kiesblöcke, yes. Wobei das waren genau die 3, die gefehlt haben. Müssen wir auch irgendwann mal wieder, glaube ich. Ja, Eisen und so geht uns auch aus, glaube ich. Also ja, ich habe noch ein Eisen, habe ich noch eine ganze Menge, also. Aber trotz alledem. Auch alleine für Thema Abwechslung und so muss das, glaube ich, auch mal wieder sein. Oh, ja gut, jetzt hat man lange Pause. Jetzt brauchen wir erstmal keine Abwechslung, jetzt brauchen wir erstmal wieder ein bisschen hier. Unterhaltung! Ein bisschen Minecraft! Ein bisschen Leute bespaßen! Ja, moi. Spaß ist spaßig. Spaß ist, wenn man trotzdem lacht, ne? Spaß macht Spaß. Hab ich mir sagen lassen. Wer sagt denn sowas? Also, ob stimmt, weiß ich nicht, aber. Wer auch immer das gesagt hat, der hat gelogen. Meinst du? Ja, Spaß ist voll scheiße. Spaß ist voll Mainstream, weißt du? Ah. Alles klar. Hab ich eine Fackel dabei? Yes, ich hab eine Fackel dabei. Sehr gut. Sehr gut. Uns wird hier nicht lange gefackelt, jetzt wird hier einfach das da hingesetzt. Der war schlecht. Dann ist die Fackel auf der falschen Ebene. Das habe ich sehr gut gemacht, ich bin stolz auf mich. Ja, applaudieren wir heute doch alle mal für Balas. Danke, danke, ich bin die ganze Woche hier, dankeschön. Ich bin die ganze Woche hier, schön. Klar. Ja. Hallo. Ja. Hast du irgendeinen chinesischen Kampfsportfilm gesehen hier? So ein Kung-Fu-Film, so einen alten oder was? Nee, hab ich mir mal beigebracht in der Zeit, wo ich nicht zocken konnte. Kung-Fu? Hab ich gedacht, von wegen, jetzt lerne ich mal hier in so einem Schnellkurs irgendwie Kung-Fu. Na und? Hab dann ganz viele Bruce Lee und Jackie Chan-Filme geguckt und jetzt kann ich's, glaube ich. Hast du schon ein paar Leute verkloppt oder? Nein. Warum nicht? Dafür lernt man auch Kung-Fu. Außer kleine Mädchen, aber ansonsten... Das ist ja nicht schwer, also kleine Mädchen macht man ja in der Freizeit eigentlich, ne? Ja, die sind auf Kehlenhöhe, ne? Also auf Kniekehler und die können ordentlich wehtun. Nein, die nimmst du und dann einfach ein kräftiger Kick und dann fliegen die bis zum Mond oder weiter. Also, ist noch viel weiter, meinst du? Ja. Ja, nicht bis zur Unendlichkeit, sondern bis zum Mond. Achso. Das darfst du nicht verwechseln. Das ist hätte ich jetzt häufig, ein häufig gemachter Fehler, dass man den Mond und die Unendlichkeit verwechselt. Sollte man nicht machen. Nein, da ist nichts. Was haben wir hier? Da ist Lava. Lava suche ich nicht. Ich suche Kies. Oh, Kies. Gibt's noch? Was? Ja, gut. Ist alles gut, ja. Prima. Alles cool. Alles cool, sagst du? Ja, definitiv, ja. Ich hab schon wieder keine Cobblestones mehr. Warum habe ich denn so wenig mitgebracht? Wie, du hast keinen Cobblestone? Was ist hier los? Ja, zumindest nicht in der Tasche. Juvi baut mit Cobblestone, glaube ich, hier. Nein. Ich brauch den nur aus Spaß. Erde?
Ein Flintstone. Oh, und ein Workbench. Ups. Upsi. Upsi Daisy. Ja, und was ich zurzeit noch jetzt relativ viel Zeug noch mit einem Kumpel, das ist Terra Online. Das hat mich auch gerade so ein bisschen gefangen genommen wieder. Das Ball ist endlich wieder mal auf dem Max-Level. Ja, endlich gehöre ich mal wieder zu den Großen. Yay. Warst du schon Raiden? Nein, noch nicht wirklich. Raidon? Wir rennen einfach so durch die Gegend und haben ab und zu ein bisschen Spaß. Ab und zu? Ab und zu, ja. Aber nicht so viel, Vorsicht. Es ist ein verdammtes MMO, ja. Also da hat man nur ab und zu mal Spaß, nicht immer. Das meiste ist so, Tod, Farmen, PvP, jetzt muss ich wieder hier schauen, jetzt muss ich das schauen, jetzt muss ich da farmen, jetzt muss ich dort farmen, jetzt muss ich hier farmen, jetzt muss ich Höhe farmen, was. Wie viel kostet das verdammte Mount? Oh. Ja, nee, also da muss ich sagen, die Mounts, also ein Großteil der Mounts kann man sich wirklich nur für Echtgeld kaufen. Weil es halt so mit so einem Shop-System ist und es hat einen Free-to-Play-Titel. Naja, stimmt, ja. Also du kannst auch ein paar Mounts, die so freispielen, ist halt extremste Farmarbeit. Muss man ganz ehrlich sagen. Ja, sage ich doch. Und aber kann ganz unterhaltsam sein, behaupte ich mal. Hast du schon Geld reingesteckt oder noch nicht so? Nee, nicht wirklich. Das ist mir zu doof. Ja gut, ist ja bei dir manchmal so, wenn dir so ein Spiel gefällt, dann machst du das ja auch mal. Ja gut, League of Legends schon, ja, aber ansonsten eigentlich nicht so wirklich was. Okay, na, hätte ja sein können. Ja, Terra habe ich ja auch mal gespielt. Du weißt es ja, aber die anderen eben nicht. Doch, wir haben ein Video sogar davon hochgeladen. Ja, ganz am Anfang mal, als ja. Das neu rauskam. Aber irgendwie... Das kennt bestimmt keiner. irgendwie hat es mich nicht so gepackt, also... Doch, also ich find's halt dadurch relativ cool, dass du dieses Selbstzielsystem hast und dass du für jeden Angriff wirklich selber auch machen musst und nicht so dieses hier, so den Gegner und Auto-Hitten, auf geht's. Und dann haut er, tock. Ja, mag ich irgendwie lieber. Also es bringt halt meiner Meinung nach in die Kämpfe ein bisschen, mehr eine Action-Quote rein, ne? Also es ist halt einfach ein bisschen aktiver, das Kämpfen. Ja, das ist richtig, keine Frage, aber mir gefällt's einfach nicht. Naja, wie gesagt, nee, also das, ich erzähl's ja auch nur, ne? Damit die Leute sich auch ein Bild davon machen können. Ja, richtig, was hab ich denn letztens gespielt? Irgendwas hab ich auch nochmal gespielt, wo ich mir dachte, ja, Guild das Boss, hat mir immer wieder gefallen. Ja, stimmt, Guild Wars, stimmt. Das ist gut, dass du das weißt und ich nicht. Ja, ich weiß nicht, weil du hast erzählt, dass du deine Daten irgendwie vergessen hast oder sowas. Und dann stimmt, richtig, du genau. Mit dem Support kurz schließen, die haben gesagt so, ja, nee, du bist bestimmt nicht der Juvi, du bist bestimmt der böse Hackor 1137. Genau, und, da habe ich mich ja noch ewig lange mit denen rumgeprügelt. Stimmt, dein Plan ist bestimmt, die Serverökonomie durcheinander zu bringen und Geld zu verkaufen. Also Gold, Ingame Gold oder so. Keine Ahnung, ob das da geht. Bestimmt. Ja, es gibt ja so Farm-Chars. Farm-Chars, okay. Also es gibt zum Beispiel hier Tanks, sind nur zum Farmen da. Nee, Hunter. In dem Fall, glaube ich. Ich muss gerade mal kurz ein bisschen nebenbei nachdenken, deswegen. Da. Juvi denkt. Da. Das kann ja nur schief gehen. Was? Geht ja gar nicht auf. Kacke! Ich glaube, wir haben den Fehler gemacht und hätten nicht mit den Platten arbeiten sollen. Warum? Als Dach oder als Zwischenstücken. Da habe ich die Dächer eingebaut. Nicht die Dächer, die Half-Slabs. Ja und? Und keine ganzen Blöcke. Das ist gerade ein bisschen doof, weil ich die Küche gerade wieder so gestalten wollte wie damals, falls du dich dran erinnerst. Ach so, okay. Das wird gerade nichts, merke ich. Dann muss das anders gehen. Ja, dann muss es anders hinhauen, ja. Ich schwitze mir hier gerade irgendwie einen Arsch ab. Du schwitzt dir den Arsch ab? Ja. Ein bisschen eklig. Ich zerfließe gerade so ein wenig, weil ich habe ja die Heizung an, weil es ist... Also es ist nicht kalt draußen, also noch nicht so wirklich kalt draußen, aber ich habe Wäsche da, die muss bis morgen trocken sein. Ah, okay. Damit das ein bisschen schneller geht, benutzen wir Trick 17. Das ist natürlich uncool. Ja, es ist extrem warm. Also mir läuft so ein bisschen die Soße. Ich hab's jetzt gerade so. Also bei uns ist das gerade so, dass es sogar wieder relativ warm draußen ist, erstaunlicherweise. Ich sitze hier gerade mit Fenster weit offen, also hinter mir. Ich hab zwar immer noch einen Pullover an, aber trotz alledem ist mir kein bisschen kalt. Ich denke auch gerade so, den Pullover könnte ich irgendwann auch mal wieder ausziehen. Ich hasse Pullover, ich trage ungern Pullover. Ja, ich hab die Ärmel hochgekrempelt.
Nee, also wie gesagt, ich trage ungern Pullover. Ich mag die irgendwie nicht, ich kann es nicht ab. Fühle ich mich irgendwie beengt mit solchen Dingern. Okay. Ist so eine Macke von mir. Boah, das ist komisch. Stempel wieder als komisch ab. Komm, mach mal mit. Seltsam komisch oder lustig komisch? Mm-mm. Du kannst dir die Frage selbst beantworten. Ja, lustig komisch. So, darauf trinke ich erstmal. Prost. Cheers.